Hi. Oh, was macht ihr schon hier? Wo wollt ihr denn hin? Zum Sport. Jetzt. Eine Runde Spollen. Peace, was geht ab? Mein Name ist Giuliano, ich bin 22 Jahre jung. Mich kennt man von Are You The One, der ersten Staffel. Wer ist es denn für heute? Ja. Madeline. Und natürlich von Instagram. Ich bin die bessere Hälfte Sandra, ich bin 21 Jahre. Mich kennt man aus der letzten Sommerstaffel von Love Island. Oh, das ist schon wieder vor. Zeig's dir dann. Ja, ich wollte halt sagen, dass ich mich ein bisschen nicht verliebt habe. Und natürlich auch von Instagram. Ja, okay, können wir nicht direkt mitkommen? Let's go. Okay, na gut. Also unsere gemeinsamen Interessen sind nicht unbedingt Sport. Also wobei, ich bin sportlich, ich mach's nur nicht gerne. Ich möchte halt jemanden haben, der sich halt auch für den Sport motivieren kann. Nur noch einer, los! Los! Komm schon! Hoch! Ich möchte halt dann das auch gern gemeinsam mit meiner Freundin machen oder später mit meiner Frau, dass man halt gemeinsame Interessen hat. Nein, warum machst du das? Und jetzt hoch! Helf mir! Hoch! Los! Ihn nervt ja schon allein, wenn ich sage, ich gehe mit zum Sport, aber ich sage das nicht mit motiviert. Zum Beispiel, ich sage einfach, okay, ich komme mit. Los! Los, Ines, noch einer, komm. Ich kann nicht. Noch einer. Er will, dass ich das mit Motivation sage, dass ich richtig Bock drauf habe. Aber was will er denn noch von mir? Boah, das ist eine gute Frage. Check. Also, ich wäre ready für den nächsten Step. Gefühlsmäßig bin ich ein Stück weiter als er, ja. Gerade weil ich zum Beispiel von mir aus sage, ich wäre schon bereit, zusammenzuziehen. Wie lange sind wir zusammen? 8 Monate, ne? Mhm. Und nach 8 Monaten so schon zusammenzuziehen, ich weiß nicht so, finde ich zu früh, bin ich ehrlich. Momentan, ich finde es eigentlich so perfekt und ich frage mich, warum ich, also ich muss jetzt nichts ändern, wenn ich gerade eben glücklich bin und alles perfekt ist. Na, er sagt immer so, ja, bei der Show merke ich ja dann vielleicht, ob ich dich doch immer sehen will und vielleicht überlege ich mir das dann nochmal. Ich sage immer, ich gehe in eine Beziehung ein, wenn ich mir sowas vorstellen kann. Wenn ich mir nicht vorstellen kann, mit jemand zu heiraten, irgendwie zusammenzuziehen, dann fange ich mit ihm gar nicht erst was an. Ich glaube, Temptation ist ein sehr gutes Experiment für mich, beziehungsweise kann ich einfach so für mich selber feststellen, wie ich ihr stehe, also ihr gegenüber stehe. Ich weiß auch ohne irgendeinen Test, dass ich mit ihm zusammenziehen wollen würde. So, ich muss jetzt dazu nicht erst sehen, wie er mit 12 Weibern sich verhält. Also wenn die irgendein Single-Mädel in der ersten Nacht bei dir schlafen muss, dann schläfst du oder die auf dem Boden? Die schläft ja auf dem Boden. Deal. Deal.